Am frühen Morgen suchte ich das Mädchen, das bereit war, mit mir den Film über den Alltag und die Schule zu machen. Chantal, ich traf sie, als sie sich wusch. Dann wärmten sie sich am Feuer, weil es noch empfindlich kalt ist. Am Morgen wird bei den armen Leuten einfach der Rest des Abendessens aufgewärmt. Heute haben sie extra etwas zubereitet, weil ich zu Besuch war. Aber es gab einfach das Hirsemehl, den Pat. Hirse ist die Pflanze, die hier in der Gegend am besten gedeiht. Hier wird das Hirsemehl ausgesiebt. Das richtige Kochen des Hirsebreis ist wahrscheinlich ein bisschen eine Kunst, dass es keine Klumpen gibt, dass er nicht anbrennt. Aber Chantal scheint darin schon viel Übung zu haben. Und jetzt, wenn dann die Hirse knapp wird, da wird praktisch nur noch am Abend gegessen und am Morgen etwas die Reste aufgewärmt. Mit viel Respekt wird mit dem Essen umgegangen. Hier wird das Essen zuerst vor dem Vater gebracht. Hier wird das Essen gesegnet in einer Selbstverständlichkeit. Und in aller Ruhe, in einer unglaublichen Ruhe wird gegessen. Sobald die Sonne über dem Nachbarhaus steht, ist es Zeit, um in die Schule zu gehen. Die Tage sind hier immer ungefähr gleich lang. Von morgens 6 bis abends 6 ist meistens hell. Auf dem Schulweg sieht man, wie das Dorf erwacht. Hier ist die staatliche Schule. Dann wird am Morgen zuerst mal das Schulzimmer richtig rausgeputzt von allem Staub und Dreck. Zur Nationalhymne wird die Fahne aufgezogen und der Schuldirektor begrüßt die Schüler. Dann geht es in der Schule los mit sehr viel Disziplin. Ist auch schwierig mit über 80 Schülern in einer Klasse, dass da eine gewisse Ordnung herrscht. Die Kinder lernen wie bei uns lesen, schreiben, Geografie, zeichnen, singen, Sport und so weiter. I. Lentille. Marbouilla. Un caillou. Faudrait m'appeler le prix avec toute votre fortune. Quand l'homme fut parti, la filette avait reconnu la voix. J'ai dit le potier, je n'ai pas dit de faire de bruit. Il n'y a pas de collection. 24, 25, 26. Histoire. Es war schon eine unglaubliche Attraktion in dieser Schule mit der Kamera. Die Kinder versammelten sich scharenweise um mich herum in der Pause. Von einer Lehrerin bekam ich 10 Schachteln Farbstifte für die Schüler hier. Als ich sie verteilte, sah ich, dass es nicht einmal Papier hatte. So musste ich zuerst in unserer Franziskanermission Papier holen. Dann wurde gezeichnet.
Alle drei Tage ist Markt. So ging heute der Weg zurück durch den Markt. Da gibt es allerlei zu sehen. Viele Stände und Leute, die ihr Hirsebier trinken. Ich begleitete Chantal nach Hause für die Mittagspause und war dann schon etwas überrascht, als es einfach nichts zu essen gab. Und trinkt etwas Wasser oder die Erwachsenen etwas Solo. Wir haben dann halt Fotos gemacht und etwas miteinander gespielt. Am Nachmittag ging es wieder in die Schule. Es war Singunterricht. Nachdem man die Fahne wieder feierlich runtergezogen hatte, führte sie mich wieder nach Hause. In der Familie, das Essen wurde bereitet, die Hirse gestampft. Aus unserer Sicht ist die Situation schon unglaublich hart. Zweimal am Tag Hirsebrei mit etwas Gemüsesoße. Vielleicht an einem Fest gibt es mal etwas Fleisch dazu. Dann spielten wir nochmals. Die Seifenblasen waren wirklich die Attraktion des Tages. Für das Abendessen nochmals das Geschirr zu waschen. Und dies machte sie in einer Selbstverständlichkeit, wie wenn es überhaupt nichts anderes gäbe auf dieser Erde. Wenn ich daran denke, was wir für Streitereien hatten als Kinder wegen dem Abwasch, und hier ging das in einer Ruhe und einem Frieden, das staunte ich wirklich. Wieder wurde das Mehl gesiebt
um wieder die Pat zuzubereiten über dem Feuer. Und alles ging in einer unglaublichen Ruhe und Stille vor sich. Und nach dem leisen Gebet aßen sie miteinander in aller Stille ihren Hirsebrei mit der Soße. Viel braucht es da nicht mehr zu sagen. Es war schön zu sehen, wie der Vater sich mit den Kindern abgab, wie wir noch etwas zusammen saßen. Chantal und der kleine Bruder kamen zu mir auf den Stuhl. Wir redet noch über dies oder jenes. Zum Schluss noch ein paar Familienfotos und dann richtete sie ihr karges Lager ein. Ich bin jedenfalls sehr dankbar, dass ich das miterleben durfte, diese Schlichtheit, diese Armut, aber auch diese Natürlichkeit dieser Menschen.